So, jetzt drehen die komplett durch bei Lafroig. Ohne Altersangabe und dann 185 Euro. Kinder, wir gucken uns jetzt erstmal den Lafroig Elements L1.0 an. Komischer Name, aber steht halt so da drauf. Los geht's. Willkommen bei Frankie Mr. Z. Ich bin heute wieder auf Eiler unterwegs, habe für euch den Lafroig Elements L1.0 und den könnte man auch einfach als L-Experimente bezeichnen, tun wir aber nicht, denn es ist ja ein, spezieller Whisky. Okay, also, das Ding sieht so aus, kommt in so einer Kiste. Auf der Kiste stehen ein paar Eckdaten drauf und auch ein paar versteckte Hinweise, denn das ist jetzt eine neue Serie, die Lafroig rausbringt. Ne? Also diese Element-Serie, da kommen jetzt regelmäßig Abfüllungen, das ist jetzt quasi die erste Abfüllung dazu. Und da haben die quasi drei Experimente miteinander vereint. Die haben gemacht, bevor ich das jetzt sage, eigentlich hätte ich dazu auch schon Trash-Theater-Video drehen können. Eigentlich. Naja, gut. Okay, also die haben gemacht Folgendes. Die haben trübe und halbtrübe Maische gemischt. Die haben 8,5 Tonnen Maische und 11 Tonnen Maische miteinander gemischt. Also quasi damals und heute, um das miteinander zu verbinden. Also damals hat man wahrscheinlich weniger oder mehr Maische genommen. Jetzt nimmt man halt weniger oder mehr. Ich weiß nicht so genau. Ich habe mich nicht so 100% damit beschäftigt. Und als drittes Experiment haben die 100% Eiler-Malz und Eiler-Torf. Heißt also, dass die Eiler-Gerste wurde über Eiler-Torf auch quasi gedarrt. So, und dann füllen wir das Ganze hier ab. Ich gucke gerade schon. Ich war gerade kurz im Überlegen, ob das Ding gefärbt ist. Aber es steht nirgendwo drauf. Dann wäre ich, glaube ich, traurig gewesen. Gut, also gefärbt ist er nicht. Trotzdem schöne Farbe, muss man ja sagen. Wie gesagt, keine Altersangabe. Lafroig selber verkauft den für 185 Euro. Also wird das vermutlich auch die UVP sein. Ist auch bei Lafroig mittlerweile ausverkauft. Kommt aber momentan in alle möglichen Shops noch. Die Shops verkaufen den in der Regel zwischen, ich habe glaube ich 170 das günstigste gesehen, bis ich glaube 190. Also so in der Range bewegen wir uns ungefähr. Wie gesagt, UVP scheint 185 zu sein. Wundert mich eigentlich, dass die meisten Shops noch darunter liegen. Gut, ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil so momentan, also es kommt ja von Lafroig, muss halt kurz gucken, ob ich die andere Kiste auch hier stehen habe. Ne, habe ich leider nicht. Also ich finde, Lafroig versucht gerade, oder ist so jetzt einfach für mich gesagt aus dem Kopf, so ein bisschen, wir versuchen ein bisschen so den Artback-Weg, ne? Weil gefühlt kommt da ganz viel komischer Kram gerade raus für viel Kohle. Und die Frage, die ich mir immer stellen muss, ist, macht das Sinn? Weil, guck mal, ich krieg doch den 10 Jahre alten Fassstärke, der ja einfach phänomenal ist, den kriege ich für, wenn ich Glück habe, 70 Euro, wenn ich Pech habe, für 92, 93 Euro. Aber auch in der Range, also quasi für den halben Preis, kriege ich ihn mit Alter und in Fassstärke und der ist immer lecker. Da ist natürlich die Frage, warum soll ich mich warum soll ich mir so eine Buddel hier halt holen? Ne? Tja, also, Element-Serie wird eine Serie, die sich der Kunst der Whisky-Herstellung widmet. Ich bin gespannt, was die da alles so machen. Ich glaube, hier war noch 55 Stunden Fermentationszeit, die, glaube ich, angegeben worden ist. Ich glaube, das steht hier irgendwo noch drauf. Ja, 55 Stunden Fermentation. Und ja, relativ viele Infos drauf, aber irgendwie steht nicht drauf, welche Fässer die benutzt haben. Ne? Guck doch mal hier. Ich habe es nämlich auch online nicht gefunden. Nee. Nee, also keine Infos über die Fässer, ist aber nicht so schlimm. Ich finde, wenn man so eine Experimentierserie macht, kommt es vielleicht auch mehr darauf an, was denn bei diesen Experimenten mit rauskommt. Ist natürlich blöd, dass wir keine Vergleichsmöglichkeit haben, aber ist ja egal, wir probieren das Ding jetzt trotzdem. 58,6%, fast 60%, ist schon mal eine Ansage, aber gut, hilft ja nichts, müssen wir mal probieren. Also Nase rein, los geht's, Kinnas.
Also es riecht jetzt nicht klassisch nach Laphroaig. Also es ist irgendwie so eine Mischung. Wisst ihr, was ich meine? Also es könnte von der Nase auch ein Artback sein. So eine Mischung. Also ich finde so, also wenn du so ein bisschen einatmest, hast du erst so einen teerigen Rauch und danach kommt dieses, die Arztpraxis steht in Flammen Rauch von Laphroaig. Aber es ist sehr fruchtig, es ist sehr maritim, es riecht so, als wenn ich so ein Salzkaramell oder sowas verbrennen würde, mit so einem krassen Feuerrauch. Also wirklich so ein Rauch, der bei einem schönen Lodern ist Feuer und da ist so ein bisschen Rauch. Ihr wisst ja, was ich meine. Wenn es richtig brennt, raucht es ja nicht mehr so richtig. Aber das ist das so ein bisschen. Da lodert wirklich so ein Feuer. Aber trotzdem irgendwie teerig und trotzdem irgendwie hat der, also der hat was von Laphroaig, aber irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, wenn du den blind in Tasting reinmischt, da kommt kein Schwein drauf. Also ich muss sagen, das ist vom Verriechen her schon hart am Limit. Ich finde, die machen schon sehr die Nase frei, die 58,6%. Man kann auch noch gut einatmen, aber es wird halt echt schwierig, ne? Aber es ist irgendwie, dieses Fruchtige ist für mich eher so ein bisschen wie so eine Mischung aus Zuckerwatte und weißen Trauben. Es gibt auch so weiße Trauben, die schmecken nach Zuckerwatte. Wenn die jemand kennt, sehr geil. Aber was ist das so ein bisschen, ne? Dieser ungewöhnliche Rauch, ein bisschen teerig, ein bisschen schmutzig und dann hinten raus diese abgebrannte Arztpraxis und dann hast du noch so ein bisschen diesen Zuckerwatten-Weintrauben-Moment. Ja, und dieses abgebrannte Salzkaramell kommt dann auch immer wieder so ein bisschen durch. Also ist schon eine schöne Kombi. Riecht auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen. Naja, müssen wir mal probieren. Also, auf euch, Kinders. Slange. Er wirkt sehr jung. Boah, also ich finde, der hat dieses. Man betrieben die Augen. Ich finde, der hat nicht viel von Laphroaig. Der schmeckt wie ein Blend aus mehreren Eiler-Brennereien, aber geht für mich. Von der Rauchnote, also die Rauchnote im Geschmack eher in so eine Lagavulin-Richtung. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn du den in ein Tasting reinpackst und nicht sagst, was das Thema ist, könnte der auch als Big Pete durchgehen. Das ist super, also ganz ehrlich, das ist richtig ungewöhnlich. Das ist kein typischer Laphroaig. Das kann ich so schon mal sagen. Der hat im Geschmack total was richtig krass Verbranntes. Dann wieder sowas richtig, weiß ich nicht, sowas leicht Aufgeladenes. Da ist eine irre Süße drin, wo ich sagen würde, da hat doch jemand irgendeinen Sirup reingekippt in den Whisky. Und dann wird es wieder so extrem rauchig, so leicht, wie so ein bisschen so Algen oder so, und dann brennt es einfach sehr stark. Ich finde, der hat so eine ganz leichte metallische Note mit dabei. Also ich weiß halt nicht, ich habe keine Ahnung, wie alt der ist, ne? Aber ich würde ihn jetzt nicht auf allzu alt schätzen. Wobei, gerade bei den rauchigen Whiskys, die können ja eigentlich gut dieses Alter ein bisschen verstecken, wenn die noch was jünger sind. Aber ich würde sagen, vielleicht 5 bis 8 Jahre oder irgendwie sowas dazwischen vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zweistellig ist. Wie gesagt, der wirkt sehr jugendlich. Aber der hat trotzdem was krass aufgeladen. Also es ist Chaos im Glas und Chaos im Geschmack.
Hol mal einen Schluck. Oh. Also dieses Brennen kommt erst beim Runterschlucken. Vorher geht das klar, aber dann so, boah. Alter. Super unrundes Teil eigentlich. Also der wirkt wirklich sehr jung, sehr ungestüm. Und wie gesagt, für mich könnte das auch eine teure Version von einem Big Pete sein. Aber er schmeckt auch irgendwie. Also es ist so... Ah! Das ist so ein Kampf. So. Ich find den super interessant. Weil der hebt sich halt so komplett von Laphroaig ab. Also ich kann schon mal sagen, als Laphroaig-Fan wirst du das Ding nicht gut finden. Ich glaube, der typische Laphroaig-Fan würde sagen, ich bin enttäuscht, das ist nicht meins. Der experimentellere Laphroaig-Fan würde sagen, okay, ich lasse mich mal auf das Thema ein und guck mal. Ich meine, da kann man bestimmt mal ein super Tasting draus machen, wenn die davon alle 6 Mal oder weiß ich nicht, wie viel davon rauskommen. Aber wenn es davon mal ein paar gibt, die haben ein paar rausgebracht, ich glaube, da mal alle so hintereinander zu verkosten, könnte vielleicht spannend sein. Vielleicht kann man dann so die Reise mitmachen, denn die haben ja auch gesagt, wie ich ja gerade schon mal gesagt habe, auf dem Karton sind irgendwelche geheimen Hinweise versteckt und die kann man dann quasi, das kann man dann zusammenfügen zu einem, zu keine Ahnung, zu einer Box oder zu irgendeinem Bild, ich weiß es nicht halt. Auf jeden Fall, irgendwie gibt es irgendwo noch immer mehr Hinweise auf den Boxen und dann kann man sich da quasi irgendwas draus basteln. Keine Ahnung. Also preislich, müssen wir nicht drüber reden. Viel zu teuer, der Kram. Wenn er die Hälfte kosten würde, wäre ich glücklich. Dann würde ich sagen, coole Aktion, kann man mal ausprobieren. Vor allen Dingen hat dann auch der geneigte Laphroaig-Fan, der vielleicht nicht so ein dickes Portemonnaie hat, auch die Möglichkeit, das einfach mal zu probieren. Und nicht vielleicht nur ein Sample, sondern sagt, komm, ich hole mir mal eine Flasche. Aber ganz ehrlich, für 185 Euro, warum, wieso, weshalb? Ich verstehe es nicht. Weil, für wen ist das? Also für wen ist das abgefüllt? Das ist ja nicht abgefüllt für den normalen Otto-Normalverbraucher, sondern das ist ja für einen Whisky-Nerd abgefüllt. Und der sagt halt, okay, warum soll ich das tun? Ne? Also es ist einfach viel Geld. Ja, jetzt werden wieder viele sagen, ja Sascha, hör auf, immer über Geld zu reden. Ja, ich weiß, aber ich möchte es einfach, weil ich finde, das ist zu viel Kohle für das, was hier drin ist. Wie gesagt, vom Stil her könnte das auch normaler Big Pete sein. Das ist für mich, der schmeckt für mich wie ein extrem süßer, aufgeladener Eilerblend. Es ist irgendwas mit Weintrauben, es ist eine irre Süße drin, es ist super viel Zuckerwatte drin. Der Rauch ist eher schwierig und nicht zu Laphroaig direkt zuzuordnen. Bei der Nase kann man vielleicht noch ein bisschen Laphroaig erahnen, aber im Geschmack schwierig. Also lecker ist es, ich finde ihn leider zu jung, für mich sehr hinten raus zu scharf. Deswegen leider nur 3 bis 4 Daumen hoch. Ich mag den Geschmack halt. Wenn der jetzt vielleicht ein bisschen älter wäre, ein bisschen gesetzter wäre vielleicht. Und dann wäre der vielleicht ein bisschen geiler für mich. Dann würde ich vielleicht auch sagen, komm, mach mal ein paar mehr Daumen hoch. Aber so 3 bis 4 Daumen hoch. Ich habe gerade auch echt schon überlegt, ob ich zu 3 Daumen tendieren soll. Weil dieses extrem scharfe hinten raus, dieses Unrunde, finde ich so ungeil. Das gefällt mir einfach nicht. Naja, Kinders, hilft ja nichts. Erzählt mir doch mal, wie ihr den so findet. Habt ihr vielleicht auch so eine leichte Kräuternote? Also wenn ich jetzt dran rieche zum Beispiel, kriege ich sowas Kräutermäßiges, so ein bisschen Anis, so ein bisschen Lakritz-Moment. Abgedrehtes Teil. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr Bock auf eine Flaschenteilung habt, da landet das Ding nämlich auch drin. Dann einfach hier unten drunter auf meine Links klicken, kommt in den Shop, könnt mal gucken. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ich hier Whisky verkoste. Bis dahin, euer Friendly Mr. Z.